Wo haben wir die denn? Bin ich drin? Gucke ich denn? Wo bin ich denn? Was Ach siehst so, du jetzt, da? Jetzt komme ich klar. Ich wusste gerade nicht, wo ich bin. So, was muss man machen? Hat die da gesehen? Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistesevents werden. Das bin nicht ich. Erstmal hallo und oh, so, so schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind wieder im Willow Street House auf fortgeschritten, weil wir das Willow Street House tatsächlich sehr gut finden. So, jetzt ist it's your turn. Du bist dran. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Doch, jetzt kannst du lesen. Nee, mein Auftritt ist vorbei. Ich kann das nicht lesen. Ich auch nicht, hab meine Brille gerade nicht auf. Nee, ich kann das nicht lesen, da ist ein Kopf im Weg. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ich nicht. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Den nehme ich wieder. Der Geist heißt Karen Wilde. Schon wieder? Karen! Heißt sie nicht immer Karen? Flashback. Zumindest kennen wir die schon. Die ist nicht schlimm. Die hat uns live gelassen. Ah ja, lass mal. Ey, jetzt ist die bestimmt voll crazy, ey. Weil wir ihr auf die Nerven gehen und schon wieder da sind. Ei. Du hast voll die Popel in der Nase. Guck dich mal an. Du hast einen Darmbart. Ja, mehr Bart als du auf jeden Fall. Das war links. Links rum und da. Hast du geguckt, wo der Stromgenerator ist? Nöp. Hier ist eine Tür auf. Karen White, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Strom ist an. Ja, wo ist denn der Stromkasten? In der Garage. Oh, blende mich doch nicht so. Guck doch nicht in die Sonne. Geh ins Licht. Nein, Jatze. Geh nicht ins Licht. Karen White? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wir müssen auch nach dem Knochenausschau halten diesmal, ne? Also in dem einen Raum habe ich 14 Grad, aber das ist nicht wirklich... Wohl schon Unterschied. Ein kleiner Keller. Karen, gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Jetzt habe ich 20, 15. Karen White? Das ist ja voll der kleine Keller. Karen White, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, die ist nicht hier. Hier ist die Schranktür auf. Also im Keller lag kein Knochen. Ja, von den Temperaturen her... Wo habe ich hier schon geguckt? In der Garage habe ich auch 15 Grad. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Auch nix. Der ist sehr spannend. Karen White? Oh, die ist ganz hier vorne im Vorraum. Ich habe 2 Grad. Die ist hier vorne im Eingangsbereich. Hallo Karen. Mein Name ist Pavel. Wie geht es dir? Ich bin heute da, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Mit deiner Einverständnis würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen. Du hast mich ja die letzten Male auch nicht gefragt. Karen? Ich glaube ja, dass der Herr Meier uns angelogen hat. Hier gibt es keine Geister, hier ist nur die Heizung kaputt im Raum. Karen, gib mir ein Zeichen. Wo bist du?
hole Sachen. Haben wir noch Zeit? Oh nein. Hä? Oh. Profi. Ein Kreuz dahin. Ein Kreuz dahin. Ich hab den Spiegel. Oh, das ist sehr gut. Aber Knochen hast du noch nicht, ne? Bin ich dran vorbei? Hab ich den Knochen schon gesehen? Die krabbelt ja nichts an, ne? Ich hab's bis draußen gehört. Karen? Magst du mit mir reden? Hat sie dich angehaucht? Ja. Hast du dir eingepinkelt? Doch. Nein, aber die hat doch da den Strom ausgemacht gehabt. Hast du dich eintintet? Ah! Entschuldigung. Entschuldigung. Jesus. Ich hab mich voll erschrocken. Alter, die war vor mir. Die war genau vor mir. Irgendwo hier in der Nachbarschaft ist jemand in der Nachbarschaft ist jemand überfallen worden. Ich habe eine Frau kreischen gehört. Alter, hast du die nicht gesehen? Ich habe gerade den Dots-Projektor gelegt. Die war genau vor mir. Hier in dem Raum? Ja, hier. Warte, ich stelle mich hier nochmal hin. Hier. Oh, da. War die auch in dem Raum gekommen oder hier, kam die aus der Küche? Hier. Oh, die, das ist gut. Die war einmal da. Ja, ja, das ist gut. Dann spawnt die hier. Ja, das ist schön, das habe ich gemerkt. Ey. Neben dem Dots-Projektor liegt ein Kreuz. Ich weiß nicht, ob der EMF bei rot war. Ich glaube, der war nur bei gerötet. Mhm. Du solltest unbedingt mal Sanity nehmen. Du solltest Sanity-Pillen nehmen. Bleibt der erstmal eiskalt drinne? So, Orbs haben wir auf jeden Fall. Also wir haben Orbs. Oh. Geisterbox. Die war auch voll in mir drinne, ey. Aha. So, dann können wir noch nach Fingerabdrücken gucken. Dots-Projektor steht eigentlich super. Ich gehe wieder rein. Hab ich gehört, dein Kreischen hat man vier Häuser weitergehört. Die Polizei war schon hier. Habe ich wieder weggeschickt. Da ist sie. Oh, ich habe kein Foto gemacht. Und sie hat gesungen. Ich gehe da gleich nicht mehr mit diesem Kackbuch rein. Ich will doch nur diesen Buch dahin legen. War sie da? Keine Ahnung, irgendwas ist runtergefallen und jemand hat geschrien. Ja, jemand hat geschrien. Wieso kann ich denn das Buch nicht ablegen? Ist mir egal. Warum ist das hier dunkel? So, schreib ins Buch. Nein, lass erstmal Strom anmachen. Hallo? Der geht doch Strom anmachen. Wir müssen doch schon drin lassen. Ja, ich will erstmal gucken, ob die Kreuze noch leben.
Okay, die Kreuze sind cool, kannst reinkommen. Schreib ins Buch. Karen, bist du da? Alter, bin ich heute schreckhaft. Was ist denn hier so? Der Fernseher ist an. Karen? Oh, meine Ohren! Sie bluten! Wo ist diese verdammte Fernbedienung? Karen! Schreib ins Buch! Karen! Wir würden gerne mit dir über deine paranormalen Ereignisse, Phänomene hier sprechen. Dein Unwesen, was du hier treibst. Es wurde sich beschwert. Oh, hier ist Sally. Guck mal, ein Foto von Sally. Oh. Karen. Leg das aus. Schreib ins Buch. Ja. Ist nur das Licht aus, oder? Oh. Strom. Ich mach Strom an. Alter, hab ich mich immer erschrocken. Da ist auch der Spiegel in dem Raum, ne? In der Garage? Ja. Wo denn? Ich glaube rechts. Kannst du genauer werden? Nee, ich weiß es gerade nicht. Aber der ist auf jeden Fall da im, wenn du reinkommst, da rechts. Hängt der an der Wand oder liegt der irgendwo? Nee, oder? Der steht unten auf dem Boden, links irgendwo. Neben dem Regal. Rechts, links, hier steht keiner. Doch, da stand doch einer. Ja, hab ihn im Waschraum. Ich hab mal ein Foto gemacht. Sag mal, hast du jetzt eigentlich schon mal wegen Knochen geguckt? Hier ist irgendwas runtergefallen. Hier fällt überall irgendwo was runter. Die Bilder. Wollen wir mal nach einem Foto, nach einem Fuß gucken oder so? Knochen? Ich hab keinen Knochen, ich hab alles hingeguckt. Okay, wir gehen nochmal beide rein und gucken beide. Wir brauchen eh noch einen Beweis. Mare, Yokai und Rio. Mare, wo haben wir die denn? Bin ich drin? War sein, Alter. Leben die Kreuze noch? Stirbst? Du stirbst! Ich habe ein Foto gemacht. Ich gehe raus. Warum lässt du mich jetzt im Stich? Hättest mal auf mich gehört. Geister, wo ist denn die Mare? Box Orbs Buch. Onryo. Da werden's. Ups, Gefriertemperaturen. Und war das Yokai? Ja. Der Yokai. Dots-Projektor, den schließe ich aus. Also wird es höchstwahrscheinlich die Mare oder. Hä? Ups. Oder der Onryo sein. Aber Gefriertemperaturen hatten wir ja nicht, ne? Schau mir mal die andere Kamera, ich habe nur noch ein Foto. Hä, wie konntest du überhaupt gekillt werden? Hör auf, Sachen auf mich zu schmeißen. Wie konntest du überhaupt gekillt werden? Hier liegen zwei Kreuze. Oh Gott, hör auf damit! Bitte. Ups. Ich mach die ganze Zeit Fotos. Kannst du den Strom anmachen?
Kannst du einen Lichtschalter betätigen? Hast du schon versucht? Nicht ins Buch geschrieben. Das habe ich noch mit. Ja, das brauchen wir nicht. So. Schreib ins Buch. Ist alles eine Frage der Zeit. Was war das? Hast du schon wieder was auf mich? Hör auf, Sachen auf mich zu schmeißen. Du bist der schlimmste Geist von allen. Schmeiß mal, komm mal her. Da ist ein Pinsel. Nimm den mal auf, bitte. Und, ja, oder die Fernbedienung, irgendwas, nimm mal irgendwas auf. Wenn du den Geist sehen kannst, kannst du mal hier auf die Willkommensmatte was raufschmeißen? Hallo? War das der Dots-Projektor? Den hätte ich jetzt ausgeschlossen. Aber wie konntest du sterben? Da sind zwei Kreuze drin. Guck mal bitte, ob die Kreuze verbrannt sind oder noch im Ganzen da liegen. Eins ist da und eins auf dem Wohnzimmertisch. Wenn ein Kreuz verbrannt sein sollte... Ne, wenn beide Kreuze noch intakt sind, schmeißt man den Pinsel wieder raus. Ist der Dots-Projektor... Wo hier rum? Der Dots-Projektor, also der Yokai. Ich mache jetzt mal kein Foto vom Geist, weil sonst verlieren wir vielleicht alles. Karen? Erscheine! Zeig dich! Hallo? Komm ich da nicht mehr rein? Jetzt, wo sie tot ist. Ja, egal. Wir haben den Geist. Ist ein Yokai. Hast du eingetragen, ne? Dots-Projektor. Wir fahren. Es gibt immer noch mehr Geld als alles zu verlieren. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wenn ich reingehe, macht ihr mich platt. So. Ich bin nur ein Stück weiter reingegangen, da hat die Tür zumacht. Ich wusste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Wieso hast du denn keinen Pinsel geschmissen? Wieso sollte ich einen Pinsel? Hab ich doch. Nee, wo ich gefragt habe, ob beide Kreuze noch intakt sind. Weil das eine auf dem Tisch verbrannt war. Ah, und deswegen hat die dich gekillt, weil das Kreuz verbrannt war. Ja. Ja, da müssen wir drauf achten. Hm. Aber gesehen habe ich sie nicht. Ja, wir gehen jetzt beide rein. Ich gehe ein Stück vor, gleich. Und ich habe gesagt, dass die mich kalt macht. Weil jedes Mal, wenn ich reingegangen bin, die war ja die ganze Zeit bei mir. Ja, irgendwie mochte die dich nicht.
Ja, ich sehe auch nicht, aber ich hätte sie gern mal gesehen. Aber ich hatte... ist lustig, wenn ich Sachen schmeißen kann. Aber ich hatte recht mit dem Yokai. Ja. Ich habe mich erschrocken. Ich fand das lustig. Alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall. War eine sehr witzige Folge. Fand ich. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.